Ich bin ja so froh, dass die Teilnehmer des Hundekongresses endlich abgereist sind. Stell dich nicht so an. Das Gassigehen hat dir ganz gut getan. Endlich hast du mal ein paar Pfund abgenommen, sodass ich nicht ewig die abgeplatzten Knöpfe an deiner Uniform annehmen muss. Freu dich noch nicht zu früh, David. Heute kommen die Teilnehmer des Ökongresses an. Schon allein der Ewing und Carrington Clan werden einiges an Gepäck mitzubringen haben, insbesondere Hut und Schmuckschachtel, von den Pelzen aber ganz abgesehen. Den Ölkongress ist jetzt alles vorbereitet. Ich hatte an die zweite Etage für die Ewings und an die Frieden in der vierten Etage für die Familie Carrington gedacht. Ist das in Ihrem Sinne? Wenn Sie glauben, dass ich diese Abstand veralte, dass ich Schwierigkeiten der Familie gegeneinander bewahren wir. Peter, haben Sie dem Hauptpersonal die nötigen Anweisungen gegeben? Aber natürlich, Mrs. Cavill, das Personal weiß Bescheid. Wie Sie wissen, nimmt Mr. Higgins als Stellvertreter Robin Masters am Kongress teil, da er wie immer in Begleitung von Mr. Magnum reist, der als einer der qualifiziertesten amerikanischen Detektive gilt, können wir hoffen, dass wir unseren illustren Gästen ein Höchstmaß an Sicherheit bieten können. Danke, Sie haben beide hervorragende Arbeit geleistet. Hoffen wir, dass alles gut geht. Das hängt ja natürlich in einem Lust zu verlieren. Tja, Peter, dann hoffen wir mal, dass tatsächlich alles reibungslos über die Bühne geht. Ich habe da so meine Zweifel. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Steele. Das sind Gregory hat schon schlimmere Zeiten überstanden. Und wir werden auch diesen Ölkongress überleben. J.R. Ewing. Carrington. Wenn Sie bitte einen Augenblick warten würden, Mr. Ewing. Bitte, Mr. Carrington, Ihre Schlüssel. Dankeschön. Der Page wird schon aufhören. David? Ja. Du hast das selbstverständlich besorgt. J.R., du hast ja auch nicht gefallen lassen. Dieser Emporkömmling, verheiratet mit seiner Sekretärin. Du hast ja recht, Chef. Komm, wir gehen. Darauf hast du dich nötig zu antworten, Darling. Komm, wir gehen. Wie siehst du, Nanny? Das wäre nicht passieren, wenn wir gezogen wären. Aber hier sind wir schließlich im Kongresszentrum. Das ist im Moment das Wichtigste. Um diese Leute brauchst du dich nicht zu kümmern. Wir haben schließlich kaum Kontakt zu ihnen. Thank you.
Hallo Jane, hast du noch einen Blick in Zeit? Ich habe in der dritten Tage noch eine Bäden kommen. Ja, ich komme gleich. Ich bin nur schon morgen ins Bett. Oh, ich freue mich schon darauf. Herzlich willkommen, St. Gregory. Haben Sie eigentlich gar kein Benehmen? Sie reden mit einer Lady und nicht mit einem leichten Mädchen. Außerdem, wie sehen Sie überhaupt aus? Mein Gott, wie so ein... So tritt man doch nicht auf einem Filmkonzert auf. So geht man vielleicht auf einer Ihrer primitiven Baseballspiele. Um alles klarzustellen, ich bin schließlich nicht zu einer Modenschau hergekommen, sondern gerade um mir eines dieser primitiven Baseballspiele zwischen den Frisco Rangers und den Honolulu Fighters anzusehen. Wenn ich mich nebenbei dazu herablasse, diesen feinen Pinkel und seinen Stümpern entgegen, mit meinem Rad hilfreich zur Seite zu stehen und ein Auge auf die Brieftaschen seiner in Öl schwimmenden Gäste zu werfen, so tue ich das nur aus reiner Gefälligkeit Ihnen gegenüber. Davon mal abgesehen, gewöhnt sich aber schon jetzt an den Gedanken, dass ich so herumlaufe, wie es mir passt. Oh mein Gott. Okay. Lieber unverschämter Kerl, wie konnte ich kann er vielleicht im Dschungel auf die Affen aufpassen, aber doch mit Sicherheit nicht auf die Sicherheit unserer Gäste achten. Dieser Pflege ruiniert doch den guten Ruf des St. Gregory. Aber beruhigen Sie sich doch, Christine. Mr. Heath und Mr. Magnum ist uns als einer der besten Detektive empfohlen worden. Wir können nur hoffen, dass er seine Sachen gut macht. Hauptsache, wir sind zusammen. Huch, ich dachte, hier wäre eine Besenkammer! Wenn Sie hier bitte beschreiben, ja. Oh, Darling, was ist denn los mit dir? Ach, irgendwie läuft das nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Aber ich habe dir gesagt, Lex, dieses Zusammentreffen nicht ohne Komplikationen ablaufen wird. Erst Alex und dann auch diese Frau. Aber Darling, du weißt doch, dass Denver Caring sich dieses Ölgeschäft nicht entgehen lassen kann. Nur so können wir unsere Führungsposition sichern. Außerdem, ein 3-Millionen-Projekt können wir wieder Ewing auch noch Kolbeck überlassen. Und dazu brauche ich dich. Ach, natürlich, Blake. Ich weiß doch, wie viel es dir bedeutet, deine Familie bei einem solchen Unternehmen hinter dir zu wissen. Deshalb bin ich auch so froh, dass Helen und Jesse kleinen Blake Fremde auf uns gelassen haben. Nur um uns zu begleiten. Nur also Steven muss mir wieder in den Rücken fallen, nur weil dieser Schlampe von Mutter hält. Oh, Blake, ich liebe dich. Aber Fern, das musst du verstehen. Schließlich geht es in Sorge. Mein Gott, fängst du schon wieder damit an? Du hast doch schon Christopher. Ich dachte, damit wäre dein Problem ein für alle Mal aus der Welt geschafft. Das ist doch nicht unser eigenes Fleisch und Blut, Bobby. Verstehst du das denn nicht? Wenn Christopher nicht unser eigenes Fleisch und Blut ist, so hindert uns diese Tatsache trotzdem nicht daran, ihn so zu lieben wie unseren eigenen Sohn. Liebster Bobby, begreifst du es immer noch nicht? Ich möchte doch etwas Kleines von dir. Pam, ich wollte nur kurz... Mein Gott, Sam, was ist nun wieder los? Bobby, Bobby, was hast du mir nur angetan? Treiber, mein Gott. Claudia, Darling, nun? Wie gefällt dir meine Zeit? Ich habe es extra für heute anfertigen lassen. Ist gerade noch rechtzeitig fertig geworden. Weißt du schon, was du heute Abend für Cocktailparty ansiehst? Schließlich muss auch du Kurbelkuchen präsentieren. Oder kann ich jetzt nicht aushalten? Von mir braucht es dir nicht peinlich zu sein. Nein, Alexis, ich komme auch allein zur Welt. Aber Mutter, sei doch nicht so hart zu ihr. Na, wie sehe ich heute aus? Jede Mutter würde mich um einen solchen Sohn beneiden. Ich bin fertig. Wir können gehen. Natürlich. Mutter?
auch nicht vorbereiten? Guten Tag. Gehen Sie und bieten Sie den Leuten an. Sehen Sie, ich komme schon. Und jawohl. Ich kann das, was ich in die Party finden kann. Guten Abend. Noch neu hier. Ja, dass wir irgendwie noch Nein, also ich war auf einer Schule, ja. Habe ich alles gelernt. Ich war auch sehr gut, aber ich bin ein bisschen nervös.